Was wird das? Das Making-of. Ja, super. Ja. So war das nicht geplant. Also. So, so, so. Von dir aus so kann ich am besten so, oder? So, ja. So. Sag mal was, es ist 11 Uhr 11, meine Lieben. Fasching hat begonnen um 11 Uhr 11. Gell? Wir sind kreativ hier. Bist du da weg? Nein, mir ist vor allem heiß und ich will jetzt endlich mal loslegen. 3, 2, 1, bitte. Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Ausgabe von Bezirke im Mittelpunkt. Hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Ausgabe von Bezirke im Mittelpunkt. Hallo und herzlich willkommen bei Bezirke im Mittelpunkt. Heute halten wir im zweiten Bezirk, der Leopoldstadt. Die Leopoldstadt ist nach dem Habsburger Kaiser Leopold I. benannt. Seit 1850 gehört der spitz geformte zweite Bezirk zu Wien. Für euch haben wir den ersten Bezirk auf den Zahn gefühlt. Und das nicht, weil es hier die meisten Zahnärzte gibt, sondern weil er weit mehr ist als eine Touristenhochburg. Im 9. Bezirk steht das größte Krankenhaus Österreichs, das AKH. Mit insgesamt 240.000 Quadratmeter ist es sogar so groß, dass es ein hauseigenes Transportsystem braucht. Und das verläuft versteckt hinter den Wänden und Zwischendecken. Wer aufmerksam durch den 9. Bezirk streift, dem wird sicher ein Gebäude besonders auffallen. Die Rosauer Kaserne. Der Fuhrpark der Landesverkehrsabteilung besteht nicht nur aus den leicht erkennbaren Polizeiautos, sondern auch aus 10 bis 12 Zivilfahrzeugen und rund 40 Motorrädern. Die Motorräder stehen im Winter allerdings still. Erhöhte Geschwindigkeiten bei Einsätzen wären bei den kalten Temperaturen einfach zu gefährlich. So actionreich wie in gewissen Polizeiserien geht es beim motorischen Dienst in der Landesverkehrsabteilung nämlich nicht so. Sehr viel Fantasie. Also ich habe noch nie in einer Polizeiserie einen Kollegen beim Computer sitzen gesehen und dann die ganzen Anzeigen verfassen. Die schießen, wenn Autos dann kann, da denken oft, wie lange sitzt er dann beim Computer und schreibt das Ganze? Wenn ich da vorstehe, sind 5 Autos hin, unser Fuhrparkmanager bringt mich um. Das war's für die heutige Ausgabe. Wenn ihr etwas gesehen habt, was euch gefällt, dann schaut einfach mal am Alsergrund vorbei. Unser nächster Halt ist übrigens der 16. Bezirk. Es warten wieder spannende Stories auf euch. Schaltet wieder ein bei Bezirke im Mittelpunkt.